Fraktion der Piraten spricht der Kollege Herrmann. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, irgendjemand fragt, das hat nichts mit Fußball zu tun, das war ein Fahrradunfall. Manchmal denkt man sich in diesem Hohen Hause, ist das ein Antrag oder kann das weg? Dieser FDP-Antrag ist so ein Fall, wo Letzteres zutreffen würde. Schon in den ersten Zeilen steht, die Zahl der Ereignisse reißt nicht ab und die Ereignisse verleiden unzähligen Fans das Freizeitvergnügen. Da offenbaren sich neue Dimensionen von Ausschreitungen. Nur einen Absatz später schreiben Sie selbst, das wären aber Ausnahmen, die den Blick darauf verstellen, dass der Besuch in Stadien nach wie vor sicher ist. Ja, was denn nun? Und Ihre Forderung nach Meldeauflagen, die konsequent verhängt werden sollen und Staatsanwaltschaften, die beschleunigte Verfahren durchführen sollen, all das hatten wir doch schon mal in einem Antrag von Ihnen vor mehr als einem Jahr. Kollege Kosicki hat das auch schon erwähnt. Naja, immerhin fordern Sie jetzt keine Bengalo-Spürhunde mehr. Und mich ärgert wirklich, dass Sie keine neuen Vorschläge unterbreiten, sondern wieder die Leier der angeblich extrem hohen Zahl von Gewalttaten im Zusammenhang mit Fußballspielen anstimmen. Anregungen für einen konstruktiven Antrag gab es doch genug. Wir hatten die Anhörung, die schon erwähnt wurde, die wir gemeinsam durchgeführt haben und die sehr erfolgreich war und vielfach gelobt wurde. In der Anhörung, in den Stellungnahmen zu Ihrem Antrag und unseren Fragen haben die Sachverständigen kluge Forderungen an die Politik gestellt und vor allem konstruktive Vorschläge gemacht. Konstruktive Vorschläge fehlen aber von Ihnen zum Thema Gewalt rund um Fußballspiele völlig. Ihre Forderungen zur Überwachung und Kontrolle der Fans wurden schon damals von den Experten mehrheitlich als unverhältnismäßig, überflüssig, kontraproduktiv und nicht zielführend beurteilt. Dass Ihr Antrag abgelehnt wurde, war auch gut so. Und ja, ich weiß, Sie denken, dass wir Piraten die Gewalt um Fußballspiele verharmlosen würden. Aber das stimmt nicht. Wir haben einfach einen differenzierteren Blick auf die Thematik und wollen nachhaltige und wirksame Lösungen suchen und die Wege in die Wege leiten. Deshalb bringen wir hier einen umfassenden Entschließungsantrag ein. Denn mit immer mehr Überwachungs-, Kontroll- und Polizeimaßnahmen werden wir die Probleme eben nicht lösen können. Wir brauchen erstmal Studien dazu, ob es wirklich eine Zunahme ungehemmter und exzessiver Gewalt gibt, wie Sie, Herr Minister Jäger, das immer wieder behaupten. Es reicht eben nicht, Einzelfälle zu dramatisieren. In den Reden vorher ist das auch schon gemacht worden. Und das als argumentative Grundlage für eine Breitseite an Repressionen gegen alle Fans zu nutzen. Personalisierte Tickets und kontrollierte Reisewege sind keine Lösung, sondern Massenüberwachung. Wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse über die Fußballfanszenen, über die Gründe für Gewalt und die besten Strategien gegen Gewalt. Da muss es dann auch um die gesellschaftspolitischen Fragen gehen. Ich würde es wirklich sehr begrüßen, wenn wir nicht weiter so hysterisch über die Gewalt rund um Fußballspiele sprechen würden. Denn das ist dermaßen unklug, weil es diese aufgeheizte Stimmung erst produziert und immer neue Taten provoziert. Die momentane Situation wäre meines Erachtens nicht so angespannt, wenn man den Fans nicht pauschal seit Anfang der Saison unüberlegt und extrem repressiv ins Visier genommen hätte. Fans finden es zum Beispiel nicht okay, dass das Zeigen eines Banners einen unverhältnismäßigen, gefährlichen Polizeieinsatz mit vielen Verletzten nach sich zieht. Fans haben nicht vergessen, dass nach dem Polizeieinsatz beim Spiel Schalke gegen Saloniki bis heute keine Fehler zugegeben wurden. Und sie haben auch nicht vergessen, dass Sie, Herr Minister, mit Drohungen dafür gesorgt haben, dass der Verein Schalke 04 seine scharfe Kritik an dem Einsatz zurückgenommen hat und dem Verein für weitere Äußerungen sogar einen Maulkorb verpasst haben. Und genau dieser Maulkorbverein verhängt jetzt fast 500 Haus- und Stadionverbote. Wie ist denn zu rechtfertigen, dass die Datenweitergabe von der Polizei an den Verein ohne eingeleitetes Strafverfahren erfolgt? Unschuldige Fans dürfen keine Stadionverbote bekommen, nur weil ihre Personalien von der Polizei festgestellt worden sind. Wir müssen jetzt wirklich gegensteuern, sonst verlieren wir die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht nur der Ultra-Fanszene endgültig. Dass die Ultra-Gruppierungen im besonderen Fokus der Sicherheitsdebatte stehen, ist schlecht. Denn die Ultras gefährden durch ihre extrovertierte Art der Unterstützung ihrer Vereine die Sicherheit nicht.
Ich fasse noch einmal zusammen. Wir fordern in unserem Antrag, dass Fanprojekte ernst genommen werden. Wir wollen, dass den Präventionsmaßnahmen, die zum Teil erst kürzlich eingeleitet wurden, Zeit zur Entfaltung gegeben wird. Und wir wollen, dass Sie, Herr Minister Jäger, sich nicht weiter vor einem Dialog drücken, sondern aktiv nach Dialog suchen. Und es steht noch viel mehr drin in unserem Antrag. Wenn Sie hier nicht alle so blockiert werden, würden Sie ernsthaft über diese Vorschläge nachdenken. Trotzdem freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.